schöner Auftrag, die Orgelnacht Tscheljabinsk zu bauen. Zum einen die Räumlichkeit, die dort ist, ist so ideal für den Orgelklang. Und in so eine große Stadt eine Orgel zu bauen, das ist natürlich was ganz Schönes. Andere Städte in Russland, Moskau oder St. Petersburg, haben viele Orgeln, aber in Tscheljabinsk ist das die erste Orgel gewesen. Und da haben wir uns gedacht, dass da auch die Begeisterung für die Orgelmusik sehr groß sein wird. Und so war es auch. 535 ist die Opusnummer. Wir sind jetzt bei 640. Aber das ist das 535. Werk, was hier in der Firma gebaut wurde seit Gründung. Der Betrieb ist 1872 gegründet. Первые работы на территории бывшего Советского Союза у фирмы Герман Ойле было в начале 60-х, то есть это 60-62 год. Восстановление после Второй мировой войны Большого органа Домского собора, Валькеровский, знаменитый орган. После чего Домский собор начал работать как органный зал и очень получил большую известность. Вообще это был эталонный, так сказать, органный зал. Во многом благодаря фирме Ойле. Следующие инструменты, которые были построены, новые, опять же, на территории Советского Союза бывшего, это Баку, столица Азербайджана, это Ташкент, столица Узбекистана, оба органа в консерваториях, затем малый орган Казанской консерватории, Ульяновская филармония, и в 87 году был построен инструмент для Челябинска, вот в этом зале. Это был из новопостроенных, это был первый инструмент этой замечательной фирмы, построенный в хорошей акустике, которая нужна для органа. И в полной мере можно было показать, на что эта фирма способна. Это совершенно удивительные мастера. Недаром они сегодня, эта фирма считается одной из лучших в Германии и пользуется спросом не только в Германии, но и за рубежом. 78 war das erste Gespräch über diese Orgel und da war das eine große Zusammenkunft, ein großer Tisch im, ich würde sagen, im Rathaus oder im Stadthaus oder wie man da sagt. Und da saßen 20, 25 Leute, die alle nur irgendwas dazu an Gedanken einbringen wollten. Und das war ein gutes Gespräch, ja. Und damals war es ja so, bei meinem ersten Besuch, ich war der Erste, der dort war, dass man mir noch einen anderen Raum gezeigt hatte, also zwei Räume. Und beide habe ich mir angesehen und ich habe den jetzigen Raum vorgeschlagen, der aber ganz anders genutzt wurde damals. Da war eine Betonzwischendecke drin, also von Kirche oder kirchlicher Einrichtung war überhaupt nichts mehr und ein Mittelgang und da waren dann immer einzelne, wie Klassenzimmer kann man da sagen, das war eine Schachschule, hat man mir gesagt, da standen auch Schachbretter da oder für junge Leute irgendwas für die Freizeit. Angeblich soll auch im Dach ein Planetarium gewesen sein, oben im Turm. Das habe ich nicht zu sehen bekommen. Aber einen Eindruck von dem Raum, wie schön der ist, hatte man überhaupt nicht, dadurch, dass das eben nun alles durchgeteilt war. In diesem Fall, Челябинску очень здорово повезло, просто повезло. И в чем-то, может быть, повезло и органостроителям тоже, потому что работа над инструментом началась задолго до того, как, собственно, приступили к строительству инструмента за 6 лет. Еще в 1982 году, когда только составлялся план реконструкции этого здания и была идея сделать здесь органный зал, уже на этом этапе начались контакты с фирмой. И по их рекомендациям здесь много очень чего сделано, включая эту шикарную люстру, которая необходима для акустики, включая камень на стенах и мощную стену позади органа и так далее, и можно перечислять очень много, и кондиционеры. Это счастливый вот такой вот образцовый вариант строительства органа, когда реконструкция здания или в этом участвует, и тогда получается очень хороший результат. Zwar ging es vornehmlich um die Akustik des Raumes, dass das eine gute Akustik gibt. Es dürfen also keine harten Anstriche dran gebracht werden auf die Wand, weil dann der Klang auch knallhart wird und überakustisch. Und das
klingt einfach nicht gut. Also solche Hinweise habe ich gegeben, aber es ist ja auch farblich dort viel gearbeitet worden und wieder hergestellt, wie es mal war. Das ist also nicht über meine Ideen gelaufen oder so. Das hat man dort alles in dem Stadtparlament entschieden und auch gut. Aber wir haben das als Information bekommen, wir haben auch Zeichnungen bekommen und konnten uns immer dazu äußern, ob wir einverstanden sind. Und das war schön. Die Zusammenarbeit war einfach schön. Auch der Stellplatz der Orgel wurde lange diskutiert, wie weit vor oder zurück oder ob man dann noch ein Orchester vor der Orgel unterbringen kann oder muss oder wie viel Platz gebraucht wird und so. Da gab es von dort Vorstellungen, das konnte ich nicht so einschätzen, wie man das eigentlich mal gebrauchen wird. Und das ist alles so verbunden worden und da ist diese Lösung jetzt entstanden. Nur ist die Orgel auch ein Entwurf aus unserem Hause. Das Äußere ist von uns gemacht worden. Insofern spricht das noch mehr für die Firma. Es gibt auch Orgeln, wo Architekten ein großes Wort mitsprechen und mitunter auch das Äußere gestalten, wie die Orgel aussehen soll. Aber in Chelyabinsk ist es so, dass wir den Vorschlag gemacht haben und dass er angenommen wurde. Also meiner Erinnerung nach ist das in Russland so gewesen, dass sich die Städte oder die Stellen, die eine Orgel haben wollten, an eine Zentrale in Moskau wenden mussten. Und dort hat man das sich angehört und sicherlich auch mitfinanziert. Und von dort sind meistens die Vorschläge gekommen, welche Firma man vielleicht fragen sollte. Aber genau wie das gekommen ist, dass wir angeschrieben wurden, das kann ich nicht sagen. Und wir haben dazu auch nichts getan. Wir sind also nicht vorstellig geworden dort in Moskau und haben gesagt, wir möchten gern mal wieder nach Russland eine Orgel bauen oder gern dorthin oder dahin. So ist es nicht gewesen. Wir sind aufgefordert worden, ein Angebot abzugeben über eine neue Orgel nach Chelyabinsk. Und dafür ist es notwendig, sich als erstes den Raum anzusehen. Und da bin ich hingefahren. Und dann kam erst danach das Angebot. Denn jede Orgel ist ja ein individuelles Erzeugnis. Man kann da nicht irgendwie eine andere Orgel nehmen und mal sehen, wie die da hineinpasst, sondern die ist direkt für diesen Raum entworfen worden. Und wenn man sich das ansieht, ist es ja auch so. Und die Orgel von Chelyabinsk, die gibt es in der ganzen Welt nicht noch einmal. Das Wichtigste ist, den Raum sich anzusehen und festzustellen, wie groß ist der Raum, wie viele Sitzplätze sind da drin, wie viel Platz steht für die Orgel zur Verfügung. Und das bedingt dann, und für welchen Gebrauch die Orgel gedacht ist, also für Konzerte, für verschiedene Literatur, für verschiedene Stilepochen, also Barock, Romantik und Neuzeit oder sonst was. Wenn man das alles mit der Orgel spielen möchte, verlangt dass man das so, dass dann verschiedene Registerkombinationen möglich sein müssen. Also es muss eine gewisse Zahl von Registern gebaut werden. Und da wird eine Disposition gemacht, das heißt also die Auswahl der Register zusammengestellt. Da überlegt man sich das alles. Und das ist ein Vorschlag, der dann mit in dem Angebot einfließt. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob da auch Vorstellungen aus Chelyabinsk gekommen sind für die Größe. Aber meines Wissens war bei den Verhandlungen noch kein Organist dabei, also kein direkter Fachmann, der die Orgel spielt und sagt, ich möchte diesen Klang haben, sondern man hatte Vertrauen in die Firma und hat gesagt, so habe ich es in Erinnerung, hat gesagt, was die Orgel soll und man verlässt sich auf uns, was wir vorschlagen. Dann wird die Orgel erstmal gezeichnet. Also wenn der Auftrag eingegangen ist, dann muss also das Äußere, der Prospekt klar sein und wie groß die Orgel, welche Register hat. Wenn da überall Ja gesagt wurde, ist der Vertrag gemacht auf dieser Basis und wenn der unterschrieben ist, kann man weitersehen. Und dann wird erstmal die Orgel gezeichnet und das sind ungefähr 30 Zeichnungen notwendig. Es wird also jede Pfeife gezeichnet, wo sie in der Orgel steht, so in der Draufsicht. Und die Technik innen drin, die Mechanik und alles das wird erstmal zu Papier gebracht. Und dann werden daraus Detailzeichnungen gemacht für das Orgelgehäuse oder für den Schlosser, der Eisenteile herstellt, zusammenschweißt. Und diese Teile werden dann gefertigt, die Pfeifen werden dann hergestellt, das ist so in der zweiten Etappe des Baus. Und wenn dann alles in Einzelteilen hergestellt ist, dann wird die Orgel hier vormontiert. Thank you.
Ja, meine Aufgabe war die Konstruktion unserer Orgeln zu dieser Zeit und die Produktionsleitung im Betrieb. Und so habe ich eben die Chelyabinsk-Orgel auch konstruiert und die Produktion und die Anfertigung geleitet. Das war mein Einstieg und auch meine Verbindung zu diesem Instrument. Die Zusammenarbeit war wunderbar. Wir hatten natürlich unsere Bedenken, schon hinsichtlich des Transportes. Nicht? Die Orgelteile wurden in die Kisten verladen und dann per Eisenbahn erstmal zum Hafen Mukran gefahren und dann nach Klaipeda oder umgedreht. Und von dort aus dann wieder per Zug nach Chelyabinsk. Das ist ja eine weite Reise. Und diese Metallpfeifen, das ist ja, Zinn ist ja ein weiches Material, nicht? Sind schon anfällig. Da kann man sie noch so gut verpacken, wie man will. Wenn also starke Erschütterungen entstehen, dann wird aus einer runden Pfeife ein Ei, nicht? Und da haben wir schon so unsere Bedenken gehabt, auch wie die anderen Mechanikteile ankommen. Und es lief alles ganz pünktlich ab und es war kein Schaden zu verzeichnen. Das lief bestens. Und die Orgel war da und die Orgelbauer waren da und dann ging es los. Und dann konnte die Orgel technisch aufgebaut werden. Etwas ganz Wichtiges war noch der Einbau einer speziellen Klimaanlage für das Instrument. Denn Orgeln unterliegen ja dann dort speziell ganz hohen Temperaturschwankungen im Kontinentalklima. Und das wäre gar nicht gut gewesen, wenn man sie einfach so hingestellt hätte. Nein, es wurde also von vornherein festgelegt, dass eine Klimaanlage mitgeliefert wurde, die im Keller des Saales eingebaut worden ist und dann speziell gewartet wurde, sodass die klimatischen Verhältnisse immer gleich blieben und die Orgel also dadurch keinen Schaden genommen hat. Das ist oftmals sehr, sehr schwierig und gerade wenn Räume, Konzertsäle beheizt werden, manchmal geht es sehr schnell, dann werden sie sehr hochgefahren. Dann werden sie trocken im Raum, die Luftfeuchtigkeit stimmt nicht mehr. Darunter leidet ein Instrument. So eine Orgel ist ja auch bloß ein Mensch. Я присутствовал, помогал, чем мог, во время монтажа органа. Я просто видел, как вдохновенно работали органостроители. Вот Вернер Поль, Ульрих Шварценберг. Это два интонировщика, которые основные, как бы они дали тот голос органу, который он имеет. И, по-моему, и им эта работа доставила большое удовольствие. И уже больше 20 лет этот инструмент радует не только челябинских слушателей, но и сюда приезжает из других городов. И очень много органистов со всего мира здесь выступали с концертами. Это достаточно активно функционирующий зал. И, в общем, на сегодняшний день это остается один из лучших залов в России органных. Ich war ja dann zur Abnahme und Einweihung der Orgel in Chelyabinsk. Und das war durchaus ein Höhepunkt auch in meinem orgelbauerischen Leben. Eine ganz großartige Sache. Es kam ja damals die Abnahmekommission aus Moskau extra angereist und prüfte alles, was wir per Vertrag aufgeschrieben hatten und gemacht hatten, sehr, sehr, sehr genau. Es gibt ja in der Orgel große Holzpfeifen, die sind fast 3 Meter lang und ja, es muss alles schön astrein sein und gut gewachsen und so weiter. Und da sah diese Dame an der größten Holzpfeife ganz oben so ein paar kleine Verfärbungen, also 3 so dunkle Verfärbungen und war der Meinung, dass das also qualitätsmindernd ist. Und das geht überhaupt nicht und die Orgel kann also so nicht abgenommen werden und so. Und da habe ich dann versucht, ihr das zu erklären, dass das absolut keine, nicht qualitätsmindernd ist, keine Auswirkung auf die Qualität der Orgel hat und bestes Holz ist. Und sie ließ sich aber da nicht beirren. Und das, da haben wir eine ganze Weile darüber diskutiert und mir fiel dann einfach nichts mehr ein. Zum Schluss habe ich dann gesagt, ja, aber das ist das Holz, was wir aus der Sowjetunion bekommen haben, um es hier einbauen zu können. Und dann war Ruhe. Ja. Dann ist die Orgel aber auch mit Summa Cum Laude abgenommen worden. Also ich persönlich habe noch den Saal in sehr guter Erinnerung. Dieser besonders schöne Kronleuchter, den man extra auch aus akustischen Gründen dort hineingehangen hat. Der ist nicht nur da, weil er schön aussieht. Nein, er hat eine akustische Funktion. War sehr wichtig und der ganze Saal war ja neu gestaltet worden und bestens hergerichtet worden. Es hat einfach Freude gemacht. In einem Orgelkonzert wurde dann die Orgel feierlich übergeben unsererseits und angenommen und es werden dann auch Geschenke ausgetauscht natürlich. Und ich erinnere mich noch
ganz besonders daran, als wir auf der Bühne vor dem Instrument standen und wir auch beglückwünscht wurden und mir dann ja, etwas verpackt, etwas in die Hände gelegt wurde, was ich aber, als ich es dann in den Arm hatten, als relativ schwer herausstellte. Das war dieser Herr hier zu meiner Linken, der aus dieser berühmten Eisengießerei in Chelyabinsk stammt, die wir vorher besichtigen konnten. Und dann bekamen wir ihn überreicht. Das war erstmal eine Überraschung, das kann man so sagen. Und ja, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Andererseits ging es einem schon durch den Kopf, wie kriegen wir den jetzt nach Deutschland, nicht? Und ich erinnere mich noch, dass wir sehr viel Übergepäck zahlen mussten, um den im Flieger mitnehmen zu können. Und wir hatten damals auch noch unser Werkzeug mitzunehmen. Also das war schon nicht so ganz einfach. Aber wir freuen uns sehr drüber. Und Sie sehen ja, er begleitet uns manchmal noch und erinnert uns an die Tage in Chelyabinsk. Und ich erinnere mich auch noch, dass, glaube ich, alle zwei Tage oder sage ich jeden Tag ein Orgelkonzert stattfand. Ja. Und die Leute waren alle begeistert und sehr interessiert. Das hat uns sehr berührt, ja. Ну, в Челябинске проходит уже, прошло уже три фестиваля, джаз на большом органе называется, где целиком фестиваль органный посвящен джазу, причем это несколько концертов, в каждом концерте несколько исполнителей, и сольные, и ансамблевые, и до сих пор это единственный в мире фестиваль органный, целиком посвященный джазу. Как-то это прижилось, пользуется популярностью, спросом, и я стараюсь составлять. Я художественный руководитель этого фестиваля, поэтому от меня много зависит. Я стараюсь составлять программы этих фестивалей как можно более разнообразно, чтобы были представлены не только традиционный джаз, но и свободный джаз, и новая импровизационная музыка. То есть и как можно больше стран участвовало в этом. То есть это очень интересное новое дело. Не только для России, но и для Европы тоже. Эти фестивали начали появляться действительно в 90-х годах, в начале 90-х годов, когда Челябинск стал открытым городом. И только тогда мы смогли пригласить к себе в город очень многих зарубежных органистов. На Западе, естественно, органное искусство уже развивается давно, и к нам приехали с разных стран. Это были и французы, и немцы, австрийцы. Причем лучшие органисты действительно с мировым именем. Джаз на большом органе зародился тоже у нас, но это было несколько позже. Это уже было во второй половине 90-х годов. Когда наши российские органисты приезжали уже к нам ежегодно с концертами, есть такой питерский органист Зарецкий, вот они впервые с Владимиром Хомяковым сыграли джазовые импровизации на органе. Ну, а потом, зная, что Хомяков тоже увлекается джазом, значит, он стал все чаще и больше экспериментировать. У него были свои произведения, ну, или классические, которые переделывались на джазовые ритмы. Наш органный зал вот с начинаниями и Хомякова, и поддержкой Ханжина, и других молодых музыкантов, безусловно, это определенный центр органного движения, органного творчества. И я думаю, что это, конечно, большая заслуга и большая гордость нашего города. Ja, ich habe eine sehr große Wertschätzung vor Herrn Chomiakow, vor seinen Leistungen, aber nicht nur vor seinen Leistungen als Organist, sondern auch als Mensch. Also es ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man sehr gut diskutieren kann, der eine respektable Meinung natürlich hat, aber mit dem man immer ein gutes Ergebnis erzielen kann. So schätze ich ihn ein. Ja, wir haben eine relativ lockere Verbindung. Er hat uns hier mal besucht in Bautzen und da haben wir zusammengesessen. Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gern an diese Zusammenkunft mit ihm. Все очень по-разному и зависит от того, где вы слушаете орган, где он расположен, какой именно инструмент. Они же все абсолютно разные. Может показаться, но этот инструмент он подчеркнуто мягко интонирован,
Вот. Он очень корректен, очень такое поэтическое у него звучание, лучшего слова не подобрать. В этом зале удивительная пианиссимо. То есть это ну, признак классности инструмента и акустики. То есть мне больше всего нравится, как в этом зале вот флейтовые регистры звучат. То есть это просто божественно. Мало залов, где так звучат флейты. Die Orgel ist nach meiner Auffassung sehr gut gelungen, in all ihren Bestandteilen, klanglich und technisch. Sie fügt sich sehr harmonisch in den Raum ein, was ja auch immer sehr wichtig ist. Und hat eine sehr vielseitige Klangaussage und man kann sehr vielfältige Orgelliteratur darauf spielen, was ja Homiakow als ausgezeichneter Organist ständig beweist. Es waren fantastische Konzerte, die wir dort erlebt haben. Es war eine Zeit, die ich glaube, ich nicht vergessen werde. Вот, а на самом деле органов великое множество в мире. И просто для России это достаточно остается экзотический инструмент, потому что у нас, если так посчитать, то не больше 50 концертных органов на всю Россию. Mm-hmm. Концертных. Есть еще церковные, которых с каждым годом все больше и больше. Mm-hmm. Ну, там часто секонд-хенды, не новые инструменты, в зависимости от возможности церкви. Вот, но концертных залов не больше 50, причем львиная доля из них в Москве и Петербурге. Mm-hmm. А так только крупные города. Normalerweise gibt es Orgelwartungsverträge, die wir abschließen. Das haben wir nicht in Chelyabinsk. Das ging die ersten 3 Jahre, dass wir jährlich dort eine Orgelwartung gemacht haben. Das heißt also, kleine Nachintonationen gemacht haben, die Orgel gestimmt haben. Dann spielt sich so ein Instrument gewöhnlich auch ein und es passiert dann nicht allzu viel, wenn es ordentlich gebaut ist. Wir mussten das auch nicht, denn Herr Homiakow ist ein absoluter Fachmann und kann alle diese Arbeiten bestens ausführen und erwartet diese Orgel ganz vorbildlich, sodass wir hier ganz ruhig in Bautzen sitzen. Eine Orgel ist ja auch wie so ein eigenes Kind, was man dann einfach mal loslässt, nicht? Und das macht man manchmal nicht so gern, zumal es sehr weit weg ist, nicht? Aber hier sind wir ganz ruhig und wissen, die Orgel ist in den besten Händen. Und ich glaube, da ist es auch überhaupt nicht notwendig, dass man jetzt jährlich als Orgelbaufirma anreisen muss. Aber eine Orgel muss in regelmäßigen Abständen auch mal gereinigt werden. Denn durch den Besucherverkehr und Luftverschmutzung, dann verschmutzen auch die Instrumente. Und das wirkt sich auch auf den Klang aus. Und alle 20 Jahre etwa sollte eine Orgel gereinigt werden und dann auch mal durchgesehen werden in ihrer Technik. Und wenn das dann soweit sein sollte, dann kommt meistens die Anforderung des Besitzers des Instrumentes und die Anfrage, dann macht man ein Angebot und dann gibt es einen Vertrag und dann wird die Orgel dementsprechend dann durchgesehen und gereinigt. И мы планируем после совершения, после окончания капитального ремонта зала обязательно провести профилактику органа. После капитального ремонта орган будет, во время капитального ремонта орган будет находиться на консервации, он будет законсервирован. Вот, и после того, как закончится ремонт зала камерной органной музыки, орган будет расконсервирован, и после этого будет проведена
профилактика органа. Вопрос о капитальном ремонте пока ненадолго откладывается в связи с кризисом, который у нас нагрянул внезапно на нашу страну и покрыл весь мир проблемами. Мы будем проводить профилактику органа после капитального ремонта. Но как капитальный ремонт сложится, я думаю, через год это обязательно должно произойти. Я думаю, что да. Мы ждем в гости Армена Цукаризеля, Фридриха Камбаха, которые занимались и строительством органа, и его проектированием. Я думаю, эти люди должны приехать обязательно, потому что им будет самим интересно узнать, в каком находится состоянии орган Челябинска.